Jo, liebe Leute, Theo hier und heute begrüße ich euch zu einer neuen Info bzw. neuen News zu Super Mario Odyssey, Leute. Am 27.10. kommt es endlich raus, aber es sind jetzt neue Infos durchgesickert und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten und deswegen, Leute, wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann abonniert den Kanal, ihr verpasst nichts zu Super Mario Odyssey und allgemein zu wichtigen, relevanten Nintendo News. Es sind auf jeden Fall ziemlich geile News rausgekommen, unter anderem der Multiplayer wurde besser vorgestellt bzw. erklärt, es wurde ein erweiterter Modus in Odyssey vorgestellt und neue Königreiche wurden mehr oder weniger vorgestellt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem ersten. Viel Spaß! Und zwar, Leute, um ganz vorne anzufangen, Nintendo hat die Internetseite zu Mario Odyssey geupdatet und daraufhin sind neue Clips bzw. auch neue Bilder rausgekommen. Unter anderem hier die königreichspezifischen Währungen bzw. die lilanen Coins wurden hier nochmal vorgestellt bzw. die, von denen Nintendo will, dass wir sie wissen, weil es gibt mehrere Königreiche, von denen wir wissen, warum sie da nicht alle auflisten. Das ist halt typisch Nintendo. Aber hier sehen wir links einmal vom Cascade-Königreich diese komischen Räder, damals wie in der Steinzeit, so soll das ungefähr sein. Dann die Tomaten aus dem Luncheon Kingdom, dann diese Räder aus dem Wooden Kingdom, also diese Kreise, dann natürlich die Hüte fürs Cap Kingdom, die umgedrehten Pyramiden für Sand Kingdom und die Muscheln für Seaside Kingdom. Die Pauline Coins sind natürlich im Metro Kingdom bzw. New Donk City und die Schneeflocke. Es ist nicht bestätigt, Leute, aber ich lege dafür meine Hand ins Feuer, dass das die Währung für Snow Kingdom ist. Ich blende euch hier mal die Website ein. Ich habe es ein bisschen abgefilmt, wie ich ein bisschen rumsurfe auf der Seite. Es sieht ziemlich cool aus. Auch der Hintergrund wurde geändert und dort sieht man eine Map. Und da komme ich gleich zur nächsten News, Leute. By the way, ich habe die Website in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr danach dem Video mal ein bisschen selber rumsurfen. Ist ziemlich cool. Auf jeden Fall diese Map im Hintergrund. Grund ist wieder eine andere. Ja, Leute, es ist ungefähr schon die dritte oder vierte neue Map, die wir bekommen von Nintendo. Also, sie versuchen uns irgendwas zu verschleiern und wollen nicht alles aufdecken. Ich blende die Map jetzt hier mal ein. Guckt sie euch an. Was fällt den Mario Odyssey-Detektiven genau gleich auf am Anfang, wenn man sie sieht? Ganz genau oben beim Mushroom Kingdom, was wir jetzt offiziell von Nintendo auch bekommen haben. Das war ja nur auf der Amiibo-Verpackung hinten drauf, so ein bisschen. Also, noch nicht offiziell. Jetzt auf der offiziellen Webseite ist die Map drauf mit Mushroom Kingdom und ganz neu Peach Castle ist dort als Ort hinterlegt, was einfach zeigt, dass man 100% zu Peach Castle kann. Und Leute, man muss dazu sagen, Mario Odyssey reiht sich bei Sunshine und auch bei Mario 64 ein. Deswegen denke ich, dass das Schloss so aussehen wird wie bei Mario 64. Ich hoffe es zumindest, dass es genauso aussieht mit den Räumen. Ob man auch in die Gemälde rein kann und in die einzelnen Welten, das bezweifle ich mal ganz schwer. Aber eventuell ist Peach Castle auch mit Gemälden ausgelegt, die man dann letztendlich benutzen kann, um in weitere Königreiche schnell reisen zu können, wenn man mit der Odyssey nicht überall hin kann. Man weiß ja noch nicht, wie das richtig läuft. Aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Um gleich beim Pilzkönigreich zu bleiben, beziehungsweise bei Peach Castle, dort wurde wieder eine Veränderung gemacht und zwar am 9. Trailer. Es gibt einen neuen Trailer, den blende ich hier auch mal ein kurz. Gibt es ja die Anfangscutscene, wo Mario und Bowser sich gegenüberstehen auf dem Schiff von Bowser und dort wirft er ja seinen Zylinder auf Mario und dort war immer im Hintergrund so eine komische Wolkenmasse oder so ein Nebel und jetzt haben wir es offiziell, dass dort der Hintergrund grün ist. Ja, Leute, und Game Explain, dieser große Channel, die haben schon eine Version von Mario Odyssey gespielt, wo auch diese Cutscene abgespielt wurde und zwar in der Endfassung und dort hat man sogar Peach Castle gesehen, laut deren Angaben und ich denke mal, dass sie keine Scheiße erzählen. Deswegen hat selbst Nintendo jetzt in dieser Cutscene immer noch Peach Castle nicht gezeigt. Was immer noch krass ist, also die haben schon irgendwie dritte, vierte Version von diesem Trailer rausgehauen. Und Bowser hat natürlich auch noch eine neue Frisur, was sich auch verändert hat. Und auch mit Tiara, mit der Schwester von Cappy, die sie auch später noch eingefügt haben in dieser kleinen Szene. Also Leute, was denkt sich Nintendo dabei? Schreibt mal in die Kommentare. Jetzt habe ich noch zwei geile News und der Multiplayer kommt gleich. Jetzt will ich erstmal kurz reden über den Regular Mode und den Assist Mode. Ja Leute, es gibt zwei verschiedene Modi, die man wechseln kann im Spiel. Einmal der Assist Mode, das ist der Modus, den man wechseln kann, wenn man nicht so gut ist, beziehungsweise wenn man sich nicht so sicher fühlt in Mario Odyssey. Dort wird der Weg einen mehr oder weniger gezeigt auf Boden mit so einem kleinen Navigationssystem, also mit so kleinen Pfeilen auf dem Boden, mit so blauen. Und wenn man irgendwo runterfällt, wird man nicht komplett resettet, beziehungsweise man wird einfach zurückgesetzt, mehr oder weniger. Verliert ein kleines Herzchen, also oben so ein bisschen Leben, aber man wird zurückgesetzt und man muss nicht den ganzen Kram nochmal von vorne machen. Und das kann man einfach so im Spiel umschalten. Dann gibt es noch eine kleine neue Szene, die nur auf der Website so zu sehen war und das ist eine ziemlich schlechte Qualität, Leute. Das ist auch nicht gedacht dazu, dass man das so hochskaliert und euch in einem Video präsentiert, deswegen entschuldigt die Qualität. Dort sieht man auf jeden Fall die Odyssee abheben und man sieht im Hintergrund mehrere Odysseys, also mehrere solche komischen Cap-Raumschiffe, also gibt es mehrere davon. Was das alles auf sich hat, Leute, das wissen wir nicht, das werden wir noch erfahren, wenn wir denn die Story ein bisschen näher gelegt kriegen. Ansonsten, was noch neu ist, das Segel ist gelb von der Odyssey, also man kann auch das Segel individuell gestalten, nicht nur das von innen die Odyssey mit Souvenirs ausschmücken und auch von außen mit Stickern, sondern auch das Segel. Und zu den Stickern komme ich jetzt auch nochmal, es wurden zwei Sticker neu gezeigt, und zwar einmal Lake Lemote, was im Lake Königreich ist, der See wahrscheinlich, Lake Lemote heißt der. Was man daraus interpretieren soll aus diesem komischen blauen Muster, weiß ich nicht, Leute, es sieht für mich aus ein bisschen wie eine Frau von der Seite, die Wasser aus dem Mund spuckt. Ich weiß es nicht. So sieht es für mich aus. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ansonsten haben wir noch gesehen, ein Sticker von Forgotten Isle. Ja, Forgotten Isle ist diese kleine Palminsel unten, vermute ich mal ganz schwer. Diese palmförmige Insel unten, wo die Landmassen aussehen wie Palmblätter. Die haben wir in der kleinen Globus-Szene gesehen aus dem Direct-Trailer auch, dass dort komische lila Flüssigkeit drum ist und deswegen muss man davon ausgehen, dass auch das Königreich ist, wo man diesen komischen Gleit-Dino steuern kann, weil dort war es genauso. Die Bäume sahen aus wie Palmblättern und da war so giftiges Wasser drumherum und auf dem Globus haben wir halt auch gesehen, dass die
Palmblätter so umgeben sind davon. Und der Sticker jetzt gleichzeitig noch auf der Odyssey sieht auch so aus mit diesen Palmblättern, genau in dem Farbton und dann noch ein bisschen diese lila Giftmasse, die da drum ist. Deswegen haben wir den Königreichnamen auch schon Forgotten Isle. Ob das der Name ist von dem gesamten Königreich, das denke ich nicht mal. Ich glaube, dass es eher Tropical Kingdom heißt und dass Forgotten Isle auch so ein Ort ist wie Lake Lemode oder New Donk City in Metro Kingdom. Einfach so ein Unterort. Forgotten Isle ist einfach der Unterort von dem Tropical Kingdom. Davon gehe ich mal einfach aus. Dann gibt es noch ein paar Neuerungen und zwar in der Szene, wo die Odyssey abhebt, was ja vermeintlich eine neue Szene ist, die wir nicht kennen, Leute. Da sehen wir im Hintergrund ja, dass es ein Metro Kingdom ist, beziehungsweise New Donk City und dort sind ja überall diese komischen Tafeln, diese Werbetafeln von den einzelnen Königreichen und dort gibt es komplett neue, die man noch nicht gesehen hat. Das ist leider so verpixelt, man kann nichts daraus interpretieren. Viele sagen, hier im Hintergrund sieht man ein Plakat mit Jumpman. Ich erkenne das dann nicht so, aber ihr könnt mal schreiben, was ihr so erkennt. Also viele sagen, okay, das ist ein Jumpman-Plakat und die Plakate sind nur über Königreiche. Gibt es eventuell noch ein weiteres Königreich, was so ein bisschen retromäßig angelehnt ist? Vielleicht sogar ein Retro-Kingdom? Wie geil wäre das, wenn man so die alten Mario-Klassiker komplett in einem Königreich hat? So, das wäre einfach geil, so ein Nintendo-Königreich fast schon. Wäre zwar ein bisschen too much, aber ich würde es einfach richtig feiern. Ja, Leute, und jetzt kommen wir zu der besten News, beziehungsweise zu der Multiplayer-News. Es wurde was Neues gezeigt zu dem Multiplayer. Ein kleiner Clip, man sieht nicht so viel. Wir haben ja schon mal was gesehen auf der E3 damals, aber hier wird es nochmal perfekt erklärt in einem guten Tutorial, dass man wirklich seinem Kollegen einfach einen Joy-Con gibt und der andere spielt dann Cappy und der andere spielt Mario, aber beide sind wirklich gleichwertig zueinander. Also man kann nicht sagen, okay, der spielt Mario, ich bin nur der komische Diener, der ihn hinterherräumt mit Cappy. Nein, Leute, Cappy ist genauso geil wie Mario. Man kann wirklich richtig viel machen mit Cappy und Mario ist ja auch nicht so geil, wenn man Cappy nicht hat. Deswegen kann man schon sagen, die beiden sind gleichwertig und man sieht es hier auch, was Cappy alles anrichten kann. Deswegen freue ich mich einfach auf den Multiplayer. Multiplayer-technisch gibt es ja eigentlich sonst nicht so viel, was wir wissen. Es gibt ja sonst nur noch die Ranglisten bzw. die Minispiele, wo man vergleichen kann mit Freunden und auch mit der Welt, einfach mit der globalen Rangliste, wo man gucken kann, wer ist der Beste in irgendwas, in einem Rennen mit einem Cooper-Rennen oder mit dem Seilspringen oder allgemein mit den Minispielen. Ich würde mir wünschen, dass es eventuell noch Bestenlisten gibt, allgemein mit Monden und mit Schnelligkeit, dass man so ein bisschen vielleicht so eine kleine Speedrun-Ebene da noch so reinbaut. Das wäre richtig geil. Und Leute, eventuell verheimlicht uns Nintendo was ganz Fettes, dass es eventuell einen richtigen Online-Modus gibt. Ich weiß es nicht, Leute. Normalerweise hätten sie damit werben müssen, aber so ein Mario verkauft sich wie geschnitten Brot und wenn sie jetzt noch am Ende, jetzt kurz vorm Release noch sowas droppen, dass es eventuell noch einen richtigen Multiplayer gibt, so. Ich weiß nicht, Leute, das ist zwar ein bisschen too much, das ist ein bisschen Fan-Denken, ich glaube nicht, dass das passiert, aber wir merken immer wieder, wie Nintendo uns Sachen verheimlicht hier in diesem Odyssey-Gedöns, dass immer wieder Trailer kommen, die es schon gab, aber mit neuen Szenen, die aber die alten Szenen sind, nur neu überarbeitet, mit kompletten anderen Inhalten oder auch die Maps, die immer wieder rauskommen mit anderen Namen, obwohl wir schon wissen, es gibt jetzt zum Beispiel noch Forgotten Isle und das verschweigen sie uns einfach auch wiederum. Deswegen ist das ein bisschen alles kryptisch, was Nintendo zurzeit macht. Ich freue mich einfach, wenn wir das Spiel in der Hand haben und richtig wissen, was jetzt drin ist, was Hand und Fuß ist. Und es wurde ja schon das eine Bild gepostet, wo unten links noch Isle Delfino zu sehen war. Ja, die kleine Delfininsel unten links vom Mushroom Kingdom. Und da ist jetzt die Sache, wir haben die neue Map bekommen. Unten rechts ist zwar ein Logo, was das überdeckt, aber dennoch müsste das Bild von der Map eigentlich komplett sein. Und wir haben keine Delfin-Landmasse. Also offiziell von Nintendo wissen wir jetzt noch nichts, dass es da ist. Aber Leute, diese kleine Ecke dort, wenn man den Globus wieder zusammensetzt, es ist ja eigentlich ein Globus, ist ja eigentlich was Rundes. Und die Map haben wir immer so komplett viereckig als ausgeklappte Map. Wenn man das Ganze aber wieder rund machen würde, dann würde diese kleine Ecke unten rechts, die Nintendo rausgeschnitten hat, die würde perfekt passen, dass diese Ecke wieder dicht am Mushroom Kingdom ist, wie wir es einmal gesehen haben bei dem einen Leak, wo man Isle Delfino links unten gesehen hat. Ich glaube, dass das passt und ich glaube, dass Nintendo uns das wirklich verheimlicht und dass das auf jeden Fall noch ein Königreich wird. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Wie gesagt, wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theodore.